Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zur nächsten Mod-Vorstellung für Transportweaver 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute was vom User TheGameTrend22. Der hat nämlich ein wunderbares Gebäudepaket aus City Skylines portiert für Transportweaver 2, nämlich das Gebäudepaket Charles St. Mill von Clemens. Der hat das damals für City Skylines gemoddet und ja, hat wahrscheinlich, so gehe ich davon aus, seine Freigabe gegeben, um das Ganze auch für Transportweaver 2 nutzbar zu machen. Lieben Dank dafür, Link ist unten in der Videobeschreibung und wir bekommen da ein wirklich riesengroßes Paket an Industriegebäuden. Ja, und das wollen wir uns heute im Video mal ein wenig genauer anschauen. Habe hier schon eine kleine Fläche vorbereitet, wo wir alles hinbauen können und legen wir mal los. Zu finden natürlich unter Assets und dann haben wir hier ein blaues Symbol. Da gibt es noch kein Icon für Charles St. Mill. Und dann seht ihr hier schon, wir haben hier richtig viele Gebäude im Baukastensystem. 41 Stück sind es, glaube ich. Wirklich richtig genial. Hier haben wir Residential Building. Also quasi ein Wohnhaus, sind auch Wohnhäuser dabei. Kann man aber auch als so eine Arbeiterbaracke nehmen, ne, für Arbeiter, und die Texturen sind super und das ist wirklich mega genial. Das einzig Blöde ist, nicht alle von diesen Häusern haben die Terra-Angleichung, dass wir die ausschalten können, ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Haus so genau ein wie auf das erste hier, aber hier einfach mal, um euch zu zeigen, wie schön das Ganze aussieht, die Texturen. Die ganze Fassade, die Fenster, die Fensterläden, das Dach hier oben mit den alten schönen Schornsteinen. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und das Beste daran ist, wie gesagt, man kann das Ganze hier im Baukastensystem bauen. Einfach nebeneinander. Wirklich, wirklich genial. Gefällt mir außerordentlich gut. Dann haben wir hier, ja, ein Chimney, ein Schornstein. Kann man auch immer gut gebrauchen. Da ist auch so eine schöne alte Sprossenleiter dran. Kleine Anekdote dazu, weil ich das gerade gesehen habe, da gibt es echt so Verrückte. In der Slowakei oder Slowenien, ich bin mir gerade gar nicht sicher, oder in Rumänien, jedenfalls da unten in Südosteuropa, steht der größte Schornstein Europas. Der ist aber stillgelegt. Und da klettern die echt ohne Sicherung hoch und zelten einfach da oben drauf und machen da oben auch noch Faxen. Also das müsst ihr euch echt mal angucken. Absoluter Wahnsinn. Einfach mal eingeben, Freestyle Chimney oder Highest Chimney, so wie das hier geschrieben wird, Chimney, Englisch für Schornstein. Das ist wirklich, ja, absolut sehenswert. Aber wenn ihr Schwindelgefühle habt, dann solltet ihr euch das vielleicht nicht angucken. Dann haben wir hier die Foundry. Auch so ein kleines, schönes, schnuggeliges Gebäude. Auch hier wieder, ne, kann man wunderbar kombinieren. Wunderbar. Dann haben wir hier das B-Gebäude davon. Das könnte man jetzt zum Beispiel hier noch dran bauen. Also das ist wirklich absolut genial. Ein richtig schönes Paket mit alten, schönen Gebäuden. Dann haben wir hier Foundry C, das könnte man dann meinetwegen hier noch hin dran, ne, dass man das Ganze quasi kombiniert. Noch ein Gebäude davon. Ja, wir sind ja teilweise ein bisschen verwöhnt in Transportweaver. So ein Schieberegler für die Größe wäre noch schön, aber das ist natürlich wieder mal Meckern auf ganz hohem Niveau. Dann haben wir hier noch ein Gebäude davon, Gebäude E. Wie gesagt, die sind größtenteils, was die Fassade angeht, von der Struktur. Gut, hier haben wir noch so blaue, gut, das haben wir hier auch. Also von der Struktur, von der Fassade ist das alles so das Gleiche, nur die Größe, die Form, die Dächer, die sind halt unterschiedlich. Aber das ist halt auch schön, ne? Weil, wie ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, haben wir dadurch halt so ein schönes Baukastensystem. Hier auch einmal drehen, ups, einmal drehen und dann kann man das aneinander bauen und hat ein ganzes passendes Gebäude. Ja, baue ich jetzt einfach so. Dann haben wir hier St. Mill in einer anderen Form, mit einem anderen Dach. Das bauen wir mal hier hin.
Auch sehr genial. Die Türen sind natürlich, ja. Wahrscheinlich gibt es da an so Gebäuden dann so einen Lastenaufzug, der dann die verschiedenen Türen erreicht von außen. Aber das sieht doch schick aus. Sehr, sehr cool. Und das Ganze kann man dann auch hier noch so rum dran bauen, wenn man das dann möchte. Und nur gucken, dass wir hier genau dran kommen. Ja, bauen wir es einfach mal so. Und dann hat man das auch beidseitig. Dann haben wir das Mail-Gebäude. Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich das auch. Das kann man dann so da dran bauen. Genau. Nee, Quatsch. A-End. Das ist die Mitte. Genau, das ist die Mitte dieses Gebäudes. So. Nehmen wir das nochmal weg. Mitte. A-End. Genau, das kommt hier dran. So. Main, Mitte. Dann haben wir hier B135. Ah, so ein Eckgebäude. Schaut mal hier. Das ist auch super. Kann man quasi das Ganze so anordnen. Da hat man zwar immer hier so eine Schlucht dazwischen, aber das ist ja bei so alten Gebäuden auch nicht unüblich, dass man noch so einen Spalt hat. Ich habe auch mal in so einem Gebäude gewohnt, da lag dann allerlei Unrat in diesem Spalt. Der ging nicht bis ganz unten. Aber das ist doch auch super. Perfekt. Dann haben wir das nochmal hier als L-Form. Auch hier wieder wunderbar möglich, das Ganze so anzuordnen. Gut, man kann das natürlich auch schließen. Hier auch nochmal so ein Eckgebäude. Ich baue das jetzt auch mal alles ein bisschen weiter auseinander. Wurde nämlich auch zu Recht angemerkt, dass ich die Gebäude doch mal ein bisschen auseinanderbauen könnte bei den Vorstellungen, damit man die auch besser sieht. Dann haben wir dieses Gebäude hier. Das ist das mit dem Fahrstuhl, nur ein Stockwerk weniger. Dann haben wir hier, könnte man auch sagen, es ist ein kleines Silo auf der einen Seite mit drin oder ein Treppenhaus oder was auch immer. Auch hier wieder. Zack. Also das mit dem Baukasten, das ist halt für mich das Allergenialste an dieser Mod. Das ist wirklich super. Hier ist dann der Fahrstuhl quasi. Das baue ich jetzt aber trotzdem mal hier rein. Dieser Fahrstuhlkomplex. Ich denke, dass das, ne, hier oben, das ist ja auch, da oben ist so ein Haken, wo der Fahrstuhl wahrscheinlich eingehakt werden kann. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier dieses Gebäude. Da ist oben noch wie so ein Ausguck dran. Das. Und so Dachfenstern drin. Einzige Manko finde ich bei diesem ganzen Pack, klar ist das natürlich schön, damit man alles kombinieren kann. Es hat alles ein und dieselbe Fassade. Das finde ich halt so ein bisschen blöd. Aber was heißt blöd? Blöd wäre jetzt der falsche Ausdruck. Fakt ist aber, dass man damit wirklich einen wunderbaren Industriepark bauen kann. Dann haben wir hier das auch nochmal.
eine schöne Form. Wieder so ein Eckgebäude, 135 Grad, wie die hier, wie diese hier. Ich denke mal, dass die auch kombinierbar sind. Wäre blöd, wenn nicht. Ja, das geht auch wunderbar. Was sind das, nicht die gleichen Gebäude? Ne, die sind ein Stockwerk höher, ne? Genau. Die sind ein Stockwerk höher. Ich stelle die einfach alle auf, damit ihr so einen kleinen Überblick bekommt. Und das kann sich doch echt sehen lassen. Das hatten wir gerade. Dann haben wir nochmal dieses Gebäude hier. Na, wo hatten wir es hier? Es ist. Aber meines Erachtens ist das so das gleiche, oder? So das gleiche Gebäude. Nee. Doch. Nee, da fehlen hier. Müssen wir hier aufstellen. Da fehlt hier der Eingang. Ne, das hat quasi zwei Fassaden ohne Fenster. Einmal hier und einmal hier. Und hier ist es. Ist das nicht das gleiche? Hab ich jetzt total deppert. So das gleiche. Das hat hier ein Dachfenster anstatt zwei. Das ist, glaube ich, einfach nur um 90 Grad gedreht. Das ist das. Boah, das ist auch schön mit diesen zwei Türmen dran. Herrlich. Das ist wirklich schick. Auch wieder so ein Lastenkran draußen dran und hier noch diese zwei schönen Türme. Das gefällt mir bisher fast am besten. Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal diesen Schornstein, der ist aber jetzt als Oktagon, genau. Und der hat auch keine Kollision, wie ihr seht. Also nicht alle Gebäude hier haben eine Kollision. Ah, der gefällt mir noch besser als der andere. Dann haben wir hier so ein Townhouse. Klein und schnuckelig. Noch eins. Das sind dann Stadtgebäude, ne? Aber auch die kann man natürlich auch als Industriegebäude platzieren. Noch eins. Jetzt haben wir verschiedene Gebäudegrößen noch von diesen Stadthäusern. Ich baue die hier mal alle hin, fliegen wir auch noch mal rum. Guckt euch mal an, was da alle drin ist. Wirklich kann man nicht meckern. Das hier noch, dann das finde ich sehr genial. Das finde ich wirklich genial. Wir machen das mal kurz so. Könnte man hier raus machen, ne? Hier raus und einmal noch mal drehen. Der Bär läuft auch durchs Bild. Dann baut man das hier dran. Und baut dann auf die andere Seite, baut man das nochmal. Und das ist wirklich genial. Ne? Quasi wie so eine Brücke, die rüber geht. Das finde ich wirklich super. Unten drunter kann man die Schienen durchlegen. Oberleitung, no. Ne, hier unten drunter die Schienen durch. Ah, sowas liebe ich. Das finde ich echt super. Das ist wirklich klasse. Genial. Das war das hier. Dann haben wir das nochmal hier. Die Skybridge quasi nochmal fliegend. Kann man aber auch mit Komma einfach auf den Boden der Tatsachen runterholen. Und dann auf den Boden stellen. Also kleine Schuppen. Oder wenn man halt quasi die Gebäude so verbinden will. Ne? Dann baut man das einfach so.
einfach nur als Brücke zwischen den beiden Häusern. Braucht man ja keine Stützen. Das geht natürlich auch. So, dann haben wir hier nochmal einen viereckigen Schornstein. Und dann nochmal ein paar kleinere Gebäude hier. Sehr, 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 sehr cooles Pack. Also das ist wirklich, ich finde diese Mods, die aus City Skylines rübergebracht werden, finde ich immer so genial. Es gibt ja auch diese Hotels und noch so ganz viele Gebäude. Das hat der Rob hat das mal angefangen, wollte da noch mehr rüberbringen, aber das ist irgendwie, ist da nichts mehr draus geworden, weiß nicht warum, aber diese Gebäude, ja, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber ich bin halt einfach begeistert. Wunderbar. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Klasse Paket, könnt mir mal schreiben, was ihr davon haltet und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei einem meiner nächsten Videos wieder dabei seid und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch nicht ärgern und ciao, ciao.